Moin meine Freunde und willkommen zurück. Bevor wir jetzt anfangen hier Stein zu sammeln, wir müssen uns auf die Verteidigung vorbereiten. Später wird das hier der Kernpunkt, der Flaschenhals unserer Verteidigung. Wir werden hier dann einen Weg hierhin machen, dann einen Weg dahin machen und dann jedes Mal werden wir dann an Eckpunkten Türme und Verteidigung hinstellen, sodass die Leute hier hochrennen müssen. Den Weg, den wir entscheiden. Und deswegen muss der hier weg. Dann haben wir da auch schon den Weg weggemacht. Die müssen dann da lang, da müssen die hier hoch. Das heißt, wir können hier die Bogenschützen verteilen. Und hier die Nahkämpfer. Und dann können die hier schon entlang schießen. Das ist eine coole Idee. Ja, das machen wir so. Kommen da hoch? Ja, ja, das passt. Wo könnte noch ein Weg sein? Gut, das ist, wenn wir echt den Nachteil haben. Und die greift von hier an. Das wäre echt blöd. Das heißt, hier müssen wir auch noch so eine Art Verteidigungsfall. Vielleicht baue ich hier einen Graben, dass sie dann hier lang müssen. Ja, ich werde da später so einen Graben bauen. So, was machen wir noch, meine Freunde? Gut, ich weiß nicht, ob die da überhaupt langkommen. Aber hier sieht es aus, als wären das alle Aufgänge. Ja. Damit kontrollieren wir jetzt den einzigen Aufgang. So, Toshi, hau das weg. Ach, krass. Wo läuft ihr denn dann lang? Ach, der läuft hier hoch. Und dann läuft er dahin und dann hat er hier weggegraben. Und dann kam raus Lehm und Kalkstein. Okay. Ja, Lehm und Kalkstein. Ja, meinetwegen. Sollen die machen, wie die glücklich werden. Wir wollen erstmal Holz. Aber fäll erstmal den Baum hier. Damit die hier ihr Lehm bauen kann. So, können wir dann hier auch einen Lehmboden? Ne. Lass mich mal überlegen. Lass mich ganz kurz überlegen. Ich habe jetzt hier erstmal Lehm genommen. Ich muss hier aber noch einen Boden draufsetzen. Sonst ist das gefällt mir nicht. Erstmal einen Weidenboden, oder? Nee. Wir wollen ja hier unser Lager hinbauen. So. Wir brauchen ein Lager. Ja, Leute, ich hab's verstanden. Hier kommt die Mauer. Dann haben wir das. Dann haben wir auch ein Lager, das ein bisschen größer ist. Weil den Platz werden wir brauchen, das weiß ich jetzt schon. So, die haben ja hier den Schrein fertig und den Backgammon-Tisch. Und Essen haben wir auch. Wer macht was? Toshi, du siehst gut aus. Du bist ja mega glücklich. Ha, Toshi ist fröhlich. Ja, so soll das sein. Ein fröhlicher Minenarbeiter. Habe ich den überhaupt als Minenarbeiter eingeteilt? Bergbau. Ja, wenn nichts anderes bleibt. Gut. Ach, tatsächlich, er ist mein Bergbauer. Gut, sie schneidet. Was schneidet sie? Aha, den Baum. Was machst du? Beschafft Bauressourcen. Ah, sie holt sich da hinten Lehm. Warum holt sie nicht von hier Lehm? Check ich nicht. Egal. Du holst jetzt hier den gesamten Lehm. Ach, kann die immer nur ein Stick? Weil wenn immer nur ein Stick geht, dann soll die den größeren. Hm, die macht sowieso, was sie will. Sicher jetzt schon. Und die Arme muss dann hier hochrennen. Oh, die Treppe hier müssen wir noch wegmachen. Die habe ich wegen den Bäumen gar nicht gesehen.
Beschafft Bauressourcen. Was trägt er denn? 30 Lehm. Ja, läuft bei dir. Toshi hat jetzt Fertigkeitsstufe 10. Bah! Das ist gut. Kriegen wir noch die Lehmwelle fertig, bevor die Leute kommen. Gut. In dem Bau lasse ich das jetzt erstmal da. Kannst du eigentlich hier mal bauen? Geht hin. Lehm, 100%. Wie viel kriegt man denn hier raus aus so einem da? 80. Hm. Ja, lass sie erstmal. Guck mal, die ist auch glücklich. Also langsam werden die Leute glücklich. Das wollte ich doch. Wir müssen sowieso noch den Lehm bis hierhin machen. Ich will mal überlegen, ob ich den Turm hier später hinbaue. Hier so eine Art Turm. Ja. Weil hier wird ja nochmal eine Mauer drauf kommen. So ein Wall. Und hier werde ich dann einen tiefer gelegenen kleinen Außenturm. Irgendwie sowas. So, lass die Leute erstmal schlafen. Machen wir Stufe 3. Ich habe ja gesagt, die sollen viel schlafen. Wenn die wirklich so ausgeruht sind, dann kann ich auch überlegen, ob die wieder mehr arbeiten, weniger schlafen. Guck mal, Schlaf 100%. So viel schlafen müssen die nicht. So. Kriegen wir mehr geschafft. Die waren alle beten. Du bräuchtest mal Arbeitskleidung. Trink Ale. So, dann haben wir den Lehm hier komplett abgearbeitet. Hier habe ich aber noch Lehm. Wenn wir eben von da noch den Lehm mitnehmen. Wie viel Essen haben wir noch? Das war die Kohle? Hm. Wir haben so viel Kohle hier. Ernten. So. Hier können wir auch ernten. Oh. Johannisbeeren. Ja, sogar noch unsere Stofflein. Ist auf jeden Fall ein Dach dahin kleistern. Für das Lager machen wir auch mit Zweigen den Boden. Hier aus Weinstöcken. Weil wir haben hier so viel Zweige. Guckt euch das an. 331. Ich frage mich nur, warum die den hier nicht machen will zu verrecken. So. Dann haben wir auf jeden Fall was zu essen. Das könnt ihr roh essen, ohne dass die sofort traurig werden. Holz haben wir auch ein bisschen da. Und war das verbitten? Sollen die nehmen und glücklich werden. So. Die sind am Beten und am Spielen. Können die sogar zusammenspielen, hm? Was ist nicht genügend Ressourcen?
Ja, das sammelt ihr jetzt. Ach, guck mal, sieht ja richtig bescheiden aus. Diese beiden Böden sehen ja richtig toll aus. Okay. Naja, es ist ja nur ein Lager. Gewalttätiger Erpresser. Oh, die Bösen sind da, Leute. Die Bösen! Gewalttätiger Erpresser. Verschwundenes Eigentum. Der Unmensch sprach sanft und bedrohlich. Der Unmensch? Ist das ein Monster? Altwin gehört mir. Übergebt mir meinen Sklaven oder ihr werdet alle leiden. Der trotzige Siedler weigert sich, der Forderung nachzubeugen. Positiven Stimmungsschub. Gegner, der eintrifft. 3 Waldbanditen. Die ihn gejagt haben. Kämpfen. Wir bleiben standhaft. Gerne in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Ich kämpfe. Ich brauche jeden von den 4. Du bliebst standhaft und gabst ihren Forderungen nicht nach. Da kommen die Waldbanditen. Um Siedler direkt zu steuern, ziehst du ein und wählst. Mach auf Treft. Und wenn du befiehlst. Okay. Gut. Haben wir. Das sind die Waldbanditen. Wo wollen die lang? Wenn die von da kommen, können die hier nicht lang. Die müssen also außen rum gehen. Dann haben wir Zeit. Überfall, Leute. Warte, wir werden die Schlacht aufzeichnen. Worauf warten die? Kommen die da nicht runter? Aha, jetzt geht's los. Und jetzt zeigen die eigentlich die Route an, wo die lang gehen. Da. Hier lang? Da lang. Okay. Folgendes. Die machen wie versprochen. Toshi, du gräbst da jetzt schnell. Und die anderen? Dauert noch ein bisschen, bis sie kommen. Hast du den Weg jetzt? Sehr gut. Toshi, du bleibst hier. Und Wainhild kämpft hier. Jetzt speichern wir das Ganze. So. Weg, weg, weg. Ah. Nur für den Fall der Fälle, ne? Einmal kurz schneller. Müssen wir irgendwann hier hin. Können die dann schon schießen, wenn die von da unten kommen? Nee, ne? Weil der direkt hier an der Wand entlang läuft. Doch. Ah, verfehlt. Ah, guck mal. Die werden kommen gar nicht mal so weit. Der ist doch schon verkrüppelt. Nimm die anderen. Und jetzt schieß auf den. Dann haben wir sie. Waldbandit ist tot. Waldbandit ist tot. Waldbandit ist tot. Sieg! Die belagerten Siedler wurden angegriffen. 4 Stunden und 24 Minuten. Zum Glück überlebten alle Siedler. 3 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Altman war der tapferste unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Gut. Keiner wurde verletzt.
Mach das jetzt mal weg hier, den Turf. So. Ich muss jetzt so ein Dings bauen. Winterkleidung. Winterkleidung. Holzmaske. Ich kann so eine Holzmaske nehmen. Und du? Könntest die Holzmaske nehmen. Den nicht weh. Helm aus Leder. Lass mal sehen. Du könntest den Helm aus Leder nehmen. Was hast du denn für States? So, das hat 4,74 und das hat 3,56. Beil aus Eisen. 1 und er hat 3. Was sagt Toshi, sein Stock? 2. Dann ist der hier besser. Komm, du trägst hier die Rüstung. Dann ist gut. So, alles erlauben. Einen Scheiterhaufen brauchen wir. Setzen wir den Scheiterhaufen hin. Vorübergehend setzen wir den hier in die Ecke. Da steht er uns nicht im Weg. Holz. Oh, warte. Der ist doch nackig. Der hat doch nur die Wollkappe. Dann können wir dem doch hier eine schicke Winterkleidung raussuchen. Dann läuft der hier nicht mehr so nackig rum. Hey, warte. Transportier das noch. Den können wir hier irgendwie unterbringen. Okay, die sind teilweise glücklich. Das ist schon mal. Das ist okay. Warum hier nicht gebaut wird, weiß ich nicht. Jetzt wissen wir auch, wie das geht. Und die müssen schlafen. Dann lassen wir die mal schlafen. Ja, die schlafen ist auch schon wieder fast die Folge vorbei. Das geht so schnell. Ich liebe dieses Spiel. Ich bin so froh, dass es endlich da ist. Wir spielen jetzt diese Beta, die jetzt noch ein paar Tage geht. Ich glaube, ich kriege genug Folgen, dass wir bis zum 1.6. bedient sind. Und am 1.6. ist der offizielle Release, wo wir dann mit demselben Spiel schon weiterspielen können. Und da freue ich mich schon mega drauf. Machen wir ein richtig schönes, langes Let's Play mit einer richtig schönen, geilen Burg. Lassen wir uns Zeit. Bauen wir eine richtig kleine, schöne Verteidigung. Hier baue ich noch Leder mit Lehm voll. Und hier. Und dann baue ich hier so einen viereckigen Verteidigungswall, wo die Leute sowieso hier immer dran vorbei müssen. Die haben keine andere Wahl, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, die haben keine andere Wahl. Die müssen dann immer hier lang vorbei. Immer an dem Turm. Dann sind die nämlich schon tot, bevor wir... Ich brauche dann gar nicht mehr kämpfen. Ah, die Nacht ist vorbei. Ich setze meine Bogenschützen noch hin und dann ist okay. Ja, guck mal, hier habe ich auch noch Holz. Also, kann man sich gar nicht beklagen. Hier, trag mal das Holz ins Lager. Du machst hier weiter schön essen. Sehr gut. Das wollte ich hören. Aufgrund von Temperatur. Nicht überdacht.
Also wir werden das jetzt hier überdachen. Mit Kalkstein. Botanik verbessert. Sehr gut. Unsere kleine Botanik an. Ah, das haben die geschafft. Dann muss ich als nächstes das hier einreißen, damit die da auch immer durchgehen können. Generell ist das hier ein ziemlich guter. Ja, hier können wir als erstes abholzen. Da muss ich keine Mine bauen. Da muss ich das immer von oben? Nee. Limestone. Ich finde Kalk schöner als Lehm. Lehmziegel, okay. Kann man mal machen. Aber Limestone gefällt mir besser. So, dann haben wir gleich unseren ersten Scheiterhaufen und können die Überreste loswerden. Produkte, Körper verbrennen, menschlicher Kadaver. Wie immer. Bestattung. Ich will die nicht bestatten, ich will die verbrennen. Ah, geht nicht, weil es draußen am Regnen ist. Gut. Ja, ich gebe zu, das ist tatsächlich ein Argument. Aber warum können wir hier die Lehmwand nicht machen? Ach nein, kotzt mich an die Wand, weil da Rohmaterialien liegen. Und an die kommen die jetzt nicht mehr dran. Jetzt muss ich hier abreißen. Ja, das hatte mich bei der Closed Beta gestört, dass wenn du irgendwo eine Mine bauen wolltest, am Ende das ganze Material da lag und du nicht mehr bauen konntest. Ich dachte, das hätten die mittlerweile angepasst. Verfügbar 10. Ja, wir müssen auch mal mehr Chroniken bauen. Die sind eh nicht mehr lange da. So, jetzt regnet es nicht mehr, jetzt können wir die Leichen hier verbrennen. Und immer im Gleichtakt. Tap, 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 tap. Leute, und während wir diese beruhigenden Lauten weiter lauschen, danke ich euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gerne liken, gerne abonnieren und lasst uns das nächste Abenteuer erleben und eine richtige, florierende Stadt daraus gründen. Also, bis dann, euer Toshi. Ciao.